Heute gibt es wieder mal ein Video mit Jonas und Kai zusammen von den YouTube-Kanälen Aktienheld bzw. Geldkater. Wir treffen uns regelmäßig zu dritt und sprechen über eigentlich alle möglich verschiedenen Themen rund um Finanzen, Geld und auch Mindset. Dabei haben wir uns ein spezielles Format überlegt, in dem jeder nur eine kurze Zeit hat, seine Statements zu dem Thema konkret auf den Punkt zu bringen. Natürlich freut uns auch immer wieder, wenn ihr uns ein Feedback da lasst. Also gebt dem Ganzen doch mal einen Daumen nach hoch und schreibt mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Ansonsten schaut auch gerne mal bei Jonas und bei Kai auf deren Kanälen vorbei. Die sind auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt und lasst den beiden doch auch ein Like und ein Abo da. Damit würde ich sagen, starten wir jetzt hier mit einer weiteren Folge der Börsenbande. Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge der Börsenbande. Ihr kennt es ja bereits schon, wir drei treffen uns ja regelmäßig und quatschen über verschiedenste Themen. Heute haben wir euch mal das Thema Asset-Allokation bzw. Streuung mitgebracht und was man da vielleicht beachten sollte, auch im Verlaufe seines Lebens, was es da so für Veränderungen vielleicht gibt. Und jeder bringt auch mal so ein bisschen seine persönliche Erfahrung damit rein und damit starten wir auch schon gleich mit dem Ersten, der heute anfängt und das ist Kai. Bitteschön. Ja, hallo Freunde. Bevor wir anfangen, an der Börse zu investieren, sollten wir uns immer bewusst sein, wie viel Risiko wollen wir eingehen und was für einen Renditewunsch haben wir denn? Und mit diesen Fragen fängt das Ganze halt an. Als ich angefangen habe, ging es darum, okay, wie viel möchte ich tatsächlich von meinem Vermögen an der Börse investieren? Und mir war von vornherein bewusst, dass es über die Jahre schwanken wird. Das heißt, ich habe mir Gedanken gemacht, ich möchte einen Teil haben von meinem Vermögen, der nicht schwankt, also risikoarm ist in dem Fall. Das habe ich dann auf meinem Tagesgeld geparkt, wo sich tatsächlich gar nichts tut. Null Rendite, aber auch null Schwankung. Und entsprechend an der Börse, wie ihr dann gleich sehen könnt, ist dann mein Risiko, ich sag mal, affiner Teil. Ich bin ja an der Börse mit ETF investiert, habe auch ein paar Einzelaktien, aber ich dokumentiere ja meinen Weg allein nur mit dem ETF, um einfach zu zeigen, was langfristiger Vermögensaufbau mit einem ETF heißt. Und da möchte ich euch mal kurz meine Asset Allocation zeigen. So, ist jetzt nur ein kleiner Spaß, weil ich habe natürlich nur den Nasdaq hier drin und alles andere nicht eingepflegt. Aber ihr könnt sicher sein, ich gehe nicht all in an der Börse in dem Fall. Okay, jetzt seht ihr die ganze Vermögensentwicklung, das ist jetzt nicht all-in natürlich vom ganzen Vermögen, sondern ich habe hier einfach mit einem Startkapital von 40.000 angefangen, was ich aus meinen MSCI World und Emerging Markets einfach damals entnommen habe, als ich angefangen habe zu lernen. Und dann habe ich für mich entschieden, ich packe das Ganze in Nasdaq und bin mir aber auch bewusst, ich muss viel größere Schwankungen aushalten. Das geht aber natürlich auch nur, weil ich einen großen Anteil in einen risikoarmen, Part auf mein Tagesgeld habe. Und so schwankt insgesamt mein ganzes Vermögen nicht, selbst hier in Crash, wenn das einfach mal von 70.000 auf fast 54.000 runtergeht. Und da müsst jeder von euch bewusst sein, ja, um solche Dinge aushalten zu können, müsst ihr auf jeden Fall oder dürft ihr auf jeden Fall nicht all in gehen, sondern euch bewusst machen, wie viel Verlust könnt ihr für eine gewisse Zeit aushalten. Und wir drei hatten einfach jetzt das Glück, dass dieser Crash relativ schnell vorbeiging. Aber wie lange hält jeder persönlich halt aus? Da gehen wir weiter zu Jonas. Jawohl, dann gibst du mir kurz mal den Bildschirm frei, bitte. Ja. Und dann mache ich mal kurz, ja, es ist jetzt eigentlich echt wieder richtig spannend, weil wir, ich teile mal kurz meinen, genau, da steht jetzt mein Cashflow-Plan, ja, nicht beachten, das ist ein Instagram-Post von mir. Genau. Ich finde es wieder richtig cool, dass wir total unterschiedliche Einstellungen und, ich sag mal, Herangehensweisen wieder zeigen können. Beim Kai sieht man jetzt schon, er hat sich für ein relativ einfaches Modell entschieden, was jetzt überhaupt nicht sagen soll, dass das irgendwie schlecht ist oder dass meins besser wäre oder so. Überhaupt nichts, einfach nur ein anderes Modell. Es gibt wieder richtig viel und, sag mal, unterschiedliche Sachen für euch zu sehen. Bei mir sieht das Ganze ein bisschen komplexer aus. Ich fange ein bisschen oben drüber an. Ich sage mal nicht in der Wertpapieraufteilung, sondern in meinem Gesamtportfolio. Das setzt sich aus drei Bausteinen bei mir zusammen.
So möchte ich praktisch meinen Cashflow in Zukunft, in näherer Zukunft erzeugen. Und zwar ein Teil, das ist jetzt nicht, ich sag mal, 1:1 so aufgeteilt, dass es jeweils 33% sind. Wertpapiere ist ungefähr ein Anteil von 50%, Immobilien 30% und meine Unternehmungen, Nebengewerbe und so weiter, 20% sollen dazu beitragen. So soll sich übergeordnet mein Depot bzw. mein Portfolio zusammensetzen. Und wenn wir jetzt in die Wertpapier bzw. in die Investments, in die reinen Investments reingehen, setzt sich das bei mir in etwa so zusammen, dass ich einen Teil Cash habe, was der Kai auch schon angesprochen hat. Der ist bei mir aber halt relativ gering. Der ist einerseits dafür zurückgelegt, um dann eben Eigenkapital zu haben, um in die Immobilien zu investieren, aber natürlich auch, um für gewisse Eventualitäten vorbereitet zu sein, wenn irgendwas kaputt geht oder Reparaturen an Immobilien. Oder ich lege teilweise Cash zurück, um dann eben kurzfristig zu investieren, wenn ich sage, okay, es lohnt sich jetzt gerade, ich möchte Geld investieren, ich möchte jetzt gerade zum Beispiel in der Krise nachkaufen. Dafür. Dann ETFs, Aktien. Ich bin auch in P2P-Kredite investiert, mittlerweile relativ viel sogar in Kryptowährungen, weil es einfach einen extremen Boom gab, und einen ganz kleinen Teil in Gold. Ja, wir gehen jetzt rüber in Portfolio Performance noch. Hier möchte ich jetzt einfach nochmal kurz die Asset Allocation zeigen von meinem Portfolio, was jetzt die reinen Investments angeht, ausgenommen Unternehmen und Immobilien, klar. Das habe ich jetzt endlich auch mal auf die Reihe bekommen, so schön wie die anderen das immer gemacht haben und gezeigt haben in Portfolio Performance. Ich habe jetzt mal die Zeit genommen und habe das wirklich alles schön einsortiert, eine saubere Asset Allocation und alles in Portfolio Performance eingepflegt. Genau, ihr seht hier nochmal die Anteile, ETFs, Aktien, dann ein Teil in Fonds, Kryptowährungen, ihr seht hier ein relativ großer Teil sogar. Das ist natürlich jetzt auch immer so eine Sache, auch hier Kryptowährungen und P2P-Kredite. Das ist natürlich sehr, sehr risikobehaftet und das wäre zum Beispiel der Teil bei mir, den ich als noch viel mehr risikobehaftet sehe als jetzt den ETF und Aktien und Voranteil, den sehe ich bei mir zum Beispiel als relativ risikoarmen Anteil, genauso wie hier der ganz kleine Anteil an Gold. Hier ist noch ein bisschen Cash mit drin, aber Cash habe ich jetzt hier in dieser Betrachtung auch überhaupt nicht drin eigentlich, das ist nur von meinen Verrechnungskonten. Ich habe das eben, wie schon vorhin erwähnt, auch separat noch angelegt, wie der Kai das auch handhabt. Genau, das ist so weit mal zu meiner Asset Allocation. So sieht das Ganze bei mir aus. Dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Philipp. Ich stopp mal bei mir hier. Ja. Genau, also bei mir ist es auch so ähnlich wie bei euch. Natürlich bin ich natürlich auch stark investiert im Bereich Aktien, ETFs. Und ich finde, es kommt immer sehr darauf an, was Kai auch schon angedeutet hatte, mit dem persönlichen Risiko, was man eingehen kann. Man muss sich einfach bewusst sein, Aktien sind ein risikoreiches Investment, auch wenn alle mal sagen, ja, langfristig steigt das, aber langfristig heißt eben nicht in 2 oder 5 Jahren, sondern langfristig heißt langfristig. Und dem muss man sich einfach bewusst sein. Anleihen beziehungsweise der Notgroschen, sage ich jetzt mal, das packe ich mal unter risikoarmes Investment. Das ist was, was ich zum Beispiel für mein persönliches Portfolio gar nicht als Investment betrachte. Weil in Anleihen zu investieren lohnt sich ja, abgesehen von den Negativzinsen, erstmal nicht. Aber vor allem, wenn man denn in Anleihen investiert, dann macht es man ja erst Sinn, wenn man mehrere hunderttausend Euro vielleicht als Cash sonst halten würde. Und wir wissen ja alle, wir haben zwar die Einlagensicherung mit 100.000 Euro, das kann man auf mehrere Kreditinstitute verteilen. Aber natürlich, wenn man eben, sage ich mal, dann vielleicht auch ein bisschen, ja, nicht unbedingt noch liquider haben möchte, aber sich vielleicht nicht an diese Einlagensicherung darauf verlassen möchte, dann ist man fast schon gezwungen, in Anleihen zu gehen. Ich betrachte das aber nicht als Teil meines Portfolios, sage ich mal. Auch der Notgroschen ist für mich kein Teil meines Portfolios. Das ist alles, sage ich mal, das zählt für mich ganz normal zum privaten Gebrauch, was ich eben so brauche, wenn es meine Waschmaschine kaputt geht oder es kann ja immer irgendwas passieren, ja, oder der Ofen geht kaputt und ich kann mir die Fertigpizza nicht mehr kaufen, dann ist halt blöd, ne? Dann muss ich selber kochen, aber ich habe vor allem dann die Möglichkeit, das mit Notgroschen eben auszugleichen. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man diese Möglichkeit eben hat. Ich zeige euch im zweiten Teil auch gleich nochmal, wie es bei mir konkret im Depot aussieht mit meinem risikobehafteten Investment und gehe dann auch nochmal darauf ein, wie ich das denn sehe mit der Reduktion der Gesamtschwankung, weil so eine Streuung über verschiedene Asset-Klassen
zum Beispiel eben risikoarm und risikoreich, also Aktien, beziehungsweise Aktien-ETFs und vielleicht Anleihen. Das ist etwas, ja, was man eben für sich selber abwägen muss. Wie viel Schwankung kann man denn eben auch vertragen? Und ich finde, da gibt es einen Punkt, den ich gleich ganz gerne noch erklären würde und auch anhand meines Portfolios dann zeigen möchte, wie ich das eben mache. Genau, das ist so der erste Punkt dazu. Kai, du kannst gern was dazu ergänzen oder noch was ganz Neues in den Ring schmeißen. Okay, das war eigentlich schon eine ganz gute Überleitung. Also nachdem wir uns jetzt darüber Gedanken gemacht haben, was ist der risikoarme Teil und was ist der risikobehaftete Teil, fokussieren wir uns mal auf den risikobehafteten Teil. Das heißt, das ist das Kapital, was du an die Börse bringen willst, was für dich arbeiten kann, aber auch Ausschwankungen aushalten muss. Ich habe den Fehler relativ am Anfang gemacht, das sieht jeder natürlich auch anders. Ich habe mit Einzelaktien angefangen, aber mit schon einem ordentlichen Betrag, wo ich dann halt in Amazon reingegangen bin, vierstellig, was für einen Anfänger recht viel ist. Also mir war das Risiko da in der Zeit noch nicht so ganz bewusst. Erst nachdem ich dann gemerkt habe, so Ende 2018, als so eine kleine Korrektur stattgefunden hat, dass dann so ja ein großer Teil in einer Aktie doch nicht so schlau ist. Und so macht man sich dann nach und nach weitere Gedanken. Okay, wie kann ich mein Risiko entsprechend streuen oder vermindern? Und darum geht es ja dann auch bei diesem Thema, wie verteile ich das so weit, dass ich halt langfristig investiere, eine gute Rendite raushole, aber nicht zu viel Risiko eingehe, dass dein Vermögen signifikant sinkt. Das wollen wir ja unbedingt vermeiden. Ich habe mich ja für den Nasdaq entschieden als ETF, das gilt jetzt einfach nur als Beispiel. Für jeden Anfänger empfehlen wir nach wie vor den MSCI World, wobei das jetzt keine Anlageberatung ist. Aber ich will einfach an dem Beispiel zeigen, welche Gedanken du dir auf jeden Fall machen solltest. Und zwar, wenn wir jetzt einfach hier den Nasdaq, in den ich investiere, uns da reinschauen, dann gehe ich ja schon ein gewisses Risiko ein, weil ich konzentriert in ein Land investiere. Wenn wir uns über Streuung Gedanken machen und an die Welt denken, dann bestehen, wie viel Unternehmen haben wir in der Welt? Das sind mehrere Tausende, in die wir investieren könnten. Der MSCI World hat so roundabout 1600. Du kannst sogar in noch mehr investieren, indem du entsprechende Indizes auswählst. Aber wenn du hier einfach siehst, ne, ich habe ein riesiges Klumpenrisiko, wobei für mich das immer noch okay ist, weil ich sag mir einfach, ich habe ein gewisses Chancen-Risiko-Verhältnis und sage, das ist eine Verteilung, die für mich in Ordnung ist, auch in Bezug auf Branchen. Und da musst du dir einfach selber Gedanken machen, ist dir dieses Klumpenrisiko mit den USA vielleicht zu groß? Möchtest du das lieber nicht noch weiter in Asien, Europa verteilen, so dass du halt auch gewisse Chancen mitnehmen kannst und dein Risiko verminderst, wenn es jetzt zum Beispiel in den nächsten 5 oder 10 Jahren mit den USA doch nicht so gut läuft, wie in den vergangenen 10 Jahren oder 20 Jahren. Ja? Und deswegen ist das jetzt ein Weg, den ich vielleicht aufzeigen will und kann, aber das nicht zum Nachahmen gedacht ist, sondern einfach nur, damit du selber nachdenken kannst, okay, das, was der Kai macht, sieht schön und gut aus, bringt vielleicht für eine kurze Zeit ganz gute Rendite, aber da kann vielleicht Jonas und dann später auch Philipp mehr dazu sagen, langfristig wird das vielleicht auch wieder zur Mitte tendieren, dass wir einfach nur noch eine durchschnittliche Rendite zwischen 5-8% im Markt mitnehmen, je nachdem, wann wir eingestiegen sind. Damit übergebe ich dann jetzt zu Jonas. Genau. Ja, wie es der Kai schon so schön sagt, ihr seht hier schon wieder richtig viele Beispiele. Es gibt natürlich wieder zig Möglichkeiten, das Ganze anzugehen. Der eine sagt, okay, ich gehe in Aktien, versuche mich da breit aufzustellen oder eben über ein ETF. Der andere sagt, okay, wie jetzt bei mir der Fall, ich gucke, dass ich noch mehrere Asset-Klassen mit reinbringe. Na klar, man kann jetzt unter Asset-Klassen einerseits verstehen, dass ich in Aktien investiere, in ETFs investiere, in Anleihen und so das eben runterbringe. Oder ihr sagt natürlich, okay, ihr stellt euch noch breiter auf, ihr guckt, dass ihr noch Immobilien mit reinnehmt, ihr guckt, dass ihr, nehmen wir Kryptowährungen mit reinnehmt, P2P-Kredite. Es gibt da ein sehr, sehr breites Feld. Das können auch Sachwerte sein, zum Beispiel jetzt, um einfach mal noch ein bisschen breiter das Ganze aufzufächern. Das können zum Beispiel, nehmen wir an, ihr habt sehr viel Eigenkapital, ihr wollt zum Beispiel in Oldtimer investieren. Ihr seid da sehr, sehr, versiert drauf und ihr könnt das auch noch als Wertanlage mit reinnehmen. Dann seid ihr sehr, sehr breit aufgestellt. Klar, steht
auch fest, einerseits müsst ihr Interesse dafür haben, wenn ihr euch breiter aufstellen wollt. Jetzt sagen wir mal, in meinem Fall jetzt Immobilien, Unternehmensanteile und Aktien. Da habt ihr schon mal drei Bereiche, wo ihr wirklich extrem viel Zeit investieren müsst. Das ist auch immer so eine Sache, wie viel will ich da investieren, um jetzt noch breiter aufgestellt zu sein. Am zeitschonendsten ist es natürlich, zum Beispiel, so wie der Kai das jetzt angeht, ist eigentlich eine super Lösung. Man guckt, dass man sich in Aktien schlau macht, guckt, dass man sich da breit aufstellt und so aufstellt, wie das für einen, für sein Risiko-Chancen-Verhältnis am besten ist. Und dann guckt man natürlich, dass man noch einen risikoarmen Anteil hat, in dem Fall zum Beispiel Cash. Genau, da gibt es ja wieder zig Möglichkeiten. Versucht da einfach für euch rauszufinden, was das Passende für euch ist. Des Weiteren wollte ich dann noch sagen dazu, guckt mal, wie eure aktuelle Lebenssituation ist. Klar, das ist auch wieder ein großer Einflussfaktor, welches Alter ihr zum Beispiel habt. Ihr werdet jetzt nicht mehr anfangen, in Hochrisikoaktien zu investieren, wenn ihr kurz vor der Rente steht und sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich von diesem Vermögen, das ich mir aufgebaut habe, leben. Dann werdet ihr jetzt nicht mehr anfangen, irgendwie in Penny-Stocks zu investieren oder in Kryptowährungen all-in zu gehen. Weil ihr wollt dann einfach von diesem Cashflow aus eurem Vermögen, wollt ihr dann leben. Und oder sagen wir mal, ihr wollt das dann, wie auch immer, vererben, weitergeben, egal, was ihr damit machen wollt. Und das ist halt auch immer, wenn ihr jung seid, könnt ihr da vielleicht ein bisschen mehr Risiko noch aushalten, als wenn ihr jetzt kurz vor der Rente steht und sagt, okay, ich kann auf dieses Kapital auf keinen Fall mehr verzichten. Das ist auch so eine Sache, die eure Asset Allocation auf jeden Fall enorm beeinflusst. Genau, das war das, was ich noch zu dem Thema loswerden wollte. Und dann geht's weiter beim Philipp. Genau, ja, sehr schön. Das ist nämlich ein guter Punkt, den du da ansprichst mit dem Alter. Den wollte ich auch nochmal aufgreifen, weil das finde ich sehr spannend und ich sehe es ganz bisschen anders als du. Also ich gebe dir recht, na klar, wenn ich frühzeitig anfange, dann kann ich langfristig eben, sage ich mal, mehr Risiko eingehen, weil wenn eine Krise kommt, dann wird das vermutlich im Laufe der Zeit aufgefangen werden. Ja, wie Kai so schon sagte, Regression zur Mitte und so, da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Aber man muss eben beachten, dass, so finde ich das zumindest, wenn ich ein Gesamtdepot habe, ich habe das leider noch nicht irgendwie rausgefunden, wie ich das schön grafisch veranschaulichen kann, deswegen versuche ich es jetzt einfach mal mit Worten. Ich habe ein Gesamtdepot und da sind verschiedene Positionen drin, zum Beispiel 3 oder 2 Stück, das ist ja erstmal egal, aber diese Positionen haben einen bestimmten Wert. Und in diesem Gesamtvermögen mit den verschiedenen Positionen können die ja aufgeteilt sein in verschiedener Gewichtung, dass ich dann zum Beispiel meinen risikobehafteten Teil, also zum Beispiel in Aktien, dass der, sage ich mal, 50% dieses gesamten Vermögens eben schon gleich aufgreift und der Rest liegt, um es mal gesamtvermögensmäßig zu betrachten, zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto. Ja, dann fällt jetzt mein Aktiendepot, mein ETF-Depot, was auch immer, extrem in den Keller, wir haben einen Crash. Aber dadurch ist jetzt zwar die Gesamtvolatilität meines Portfolios nach unten oder nicht so stark nach unten gegangen, wie wenn es wäre, wenn ich 100% im risikoreichen Asset investiert gewesen wäre. Aber ich finde, man muss auch noch beachten, wenn ich jetzt an das Vermögen ran muss, wenn ich da jetzt ran muss und verkaufen muss, dann verkaufe ich ja nicht mein gesamtes Portfolio als eine Position, sondern ich muss die einzelnen Positionen betrachten. Und wenn dann der MSCI World, sage ich mal, um 30-40% gefallen ist, dann ist vielleicht mein ganzes Vermögen nur um wenige Prozent gefallen. Aber eben der MSCI World als Position ist sehr stark im Minus. Und den muss ich jetzt verkaufen, wenn ich dazu vielleicht sogar gezwungen bin, wenn ich den Cashflow haben möchte. Und das, finde ich, muss man an der Stelle eben auch beachten, dass nur, weil ich ein großes Vermögen habe. Ja, aber wenn du jetzt sagst, du hast einen großen Anteil an Cash, dann musst du ja eigentlich die Position nicht verkaufen. Das wäre jetzt für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, da würde ich sagen, deswegen mache ich das ja, dass ich eine risikoarme Position habe. Wenn es jetzt Cash ist, wenn es Anleihen sind, okay, steht es außer Frage, stimme ich dir absolut zu. Aber wenn ich jetzt eine große Cash-Position habe, baue ich im Normalfall so eine Cash-Position auf, dass ich eben genau aus dem Grund, dass ich nichts von dem MSCI World verkaufen muss. Oder siehst du es anders? Ja, also ich verstehe, was du meinst, aber da geht dann so meine Überlegung einfach in eine andere Richtung. Ich möchte das Vermögen, was ich risikobehaftet anlege, das möchte ich langfristig vermehren. Und ich möchte den risikoarmen Teil, der sich ja, wie ich schon vorher meinte, nur bei hohen Summen eben auf in Anleihen überhaupt investiert zu sein lohnt. Ansonsten zählt der für mich gar nicht zum Vermögen dazu. Und wenn ich jetzt zum Beispiel davon leben möchte, ja, weil ich mir die Rente aufbessern möchte, dann kann ich es natürlich aus dem Cashbestand machen, aber den habe ich ja dann so oder so. Das ist ja egal, ob ich investiere oder nicht. Wenn ich investiere,
dann muss ich halt dann diese gefallene Position eventuell, wenn ich darauf angewiesen bin, eben verkaufen. Verstehst du meinen Gedankengang dahinter? Also ja. Am besten denke ich mal, ist es zu veranschaulichen, wenn ich jetzt eine Position hätte, eine Portfoliostruktur, die mir vorgibt, wie viel Prozent ich in Aktien und Anleihen investiert bin, dann verkaufe ich nur eine Position, die, auch wenn der Aktienmarkt extrem fällt, insgesamt nicht so fällt. Dann verkaufe ich nur eine Position, dann habe ich diesen Effekt, dass die Volatilität gesenkt wird. Andernfalls, finde ich, ist es Augenwischerei, dass ich sage, ich habe hier 50% im MSCI World, 50% auf dem Tagesgeld und der MSCI World fällt um 50%, aber mein Vermögen ist nur um 25% gefallen. Das macht zumindest aus meiner Denke her einfach keinen Sinn. Und ich wollte euch jetzt ganz am Ende noch mal ganz kurz zeigen. Ich habe das eben so aufgeteilt, dass ich einen Großteil natürlich in ETFs investiert habe. Der Wertpapieranteil natürlich ein absoluter Großteil in ETFs, ein kleiner Teil in Aktien und wie Jonas eben auch ein kleiner Teil in P2P-Kredite. Das ist, denke ich mal, so eine, zumindest von der Grundstruktur her, wie man es ja auch bei vielen Finanz-YouTubern und Finanzbloggern findet, also nichts Außergewöhnliches an der Stelle. Aber jetzt hatte ich angekündigt, dass ich noch zeigen möchte. Insofern zeige ich euch das jetzt hier ganz noch am Ende mal. Genau, das war jetzt nochmal auch eine sehr schöne Zwischenfrage davon, Jonas. Und ich hoffe, dass da die Punkte auch verständlich rüberkommen sind. Schreibt doch mal gerne auch in die Kommentare, was eure Meinung zu dem Thema sind. Würde mich mal echt interessieren, ob ihr es anders seht. Ich denke mal, da kann man sehr lange auch drüber diskutieren, was jetzt hier wirklich besser oder was schlechter ist. Es muss im Endeffekt jeder für sich selbst und ganz persönlich entscheiden. Da gibt es, denke ich mal, kein richtig und kein falsch. Jetzt darf gerne einer von euch, wenn er möchte, auch noch ein Abschlusswort sagen, weil ich jetzt ganz schön lang geredet habe. Insofern, feuerfrei, wenn jemand hier das Ganze beenden möchte. Ja, ich ergreife einfach mal kurz das Wort. Und zwar ist es immens wichtig, einfach dir vorher von vornherein Gedanken zu machen. Okay, was brauche ich einfach fürs tägliche Leben? Und womit kann ich mich absichern, dass ich tatsächlich bedenkenlos oder zumindest etwas freier am Kapitalmarkt investieren kann? Und wie du dann investierst, das steht dir frei, in welche Assets du das machst, ob Immobilien, ob Krypto oder Aktien. Das wirst du nach und nach für dich herausfinden. Aber um das entscheiden zu können, musst du einfach Rücklagen haben, dass du den Kopf frei hast, der halt dein Portfolio nicht extrem ins Schwanken bringt. Weil wie jetzt in Extrembeispiel gesagt worden ist, wenn auf einmal dein Portfolio um 50% sinkt, und das tut dir schon richtig ordentlich weh und du bist dann in Panik und musst dann halt Anteile verkaufen. Das ist eigentlich das Schlechteste, was passieren kann. Sondern du musst diese Schwankungen aushalten können, indem du langfristig investiert bleibst und dann weißt, okay, das kann ich ausstehen. Ich investiere einfach weiter, weil ich habe einen risikoarmen Teil, von dem ich dann halt ja in der Not zehren kann. Ja, das wär's dann. Jonas, noch ein Wort? Ja, ganz kurz zum Schluss, genau. Ja, wie es die beiden auch schon meinten, es gibt hier wirklich kein Schwarz und kein Weiß, kein absolutes Richtig oder kein absolutes Falsch. Guckt da, dass ihr euch gut fühlt mit euren Investments. Ihr seht es bei uns auch schon, jeder ist da ein bisschen anders unterwegs, aber jeder fühlt sich mit dem, wie er investiert, gut und sagt, die Schwankungen kann ich auf jeden Fall aushalten. Klar, guckt immer, dass ihr bestenfalls nicht irgendwie eure Position unter Druck verkaufen müsst, plötzlich, weil ihr an das Geld ran müsst. Guckt da einfach immer, dass ihr wirklich Geld investiert, wo ihr sagt, damit kann ich Schwankungen aushalten, da muss ich jetzt nicht übermorgen wieder ran und das irgendwie auscashen. Ich denke, das ist so die Botschaft jetzt, die letzte Schlussbotschaft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich beende jetzt hier einfach mal ganz frech das Video, um es nicht weiter in die Länge zu ziehen. Wir sehen uns im nächsten Call bei der Börsenbande. Bis dahin. Ciao. Ciao.